So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, aber eine ganz besondere Folge, denn ich hatte Geburtstag, wir haben ein Geburtstagswochenende verbracht, das war so brutal, da werden noch Vlogs dazu kommen, einen habe ich gerade schon geschnitten, den zweiten Tag muss ich noch schneiden, es gab ein großes Geburtstagsgeschenke-Unboxing, das habt ihr vielleicht in einer der letzten Premieren dann gesehen am Freitag. Das versuche ich jetzt hier gerade für Mittwoch mal zu produzieren, dieses Video, weil ich ja gesagt habe, es gab ja auch diese WrestleMania 40 Prime Flasche. Das war ja was ganz Besonderes, das habe ich mir zum Geburtstag gewünscht und ich möchte dazu nochmal ein extra Video machen und nicht bei den anderen Geschenken mit auspacken, weil WrestleMania 40 stand dieses Jahr an. Ich bin großer Wrestling-Fan. Mittlerweile bin ich auch irgendwie Prime-Sammler. Ich sage immer wieder, das ist nicht das tollste und beste Getränk der Welt. Ich kann jeden verstehen, der sagt, das schmeckt ihm nicht, das ist nichts für ihn. Ich finde aber das Design der Flaschen meistens mega genial und habe angefangen, so diese Flaschen zu sammeln. Ein Prime, was niemals bei uns erscheinen wird, ist das WrestleMania 40 Prime. Das gab es nämlich nur vor Ort dieses Jahr bei WrestleMania 40, was man dort kaufen konnte, erwerben konnte bei der Veranstaltung. Und ich als Wrestling-Fan wollte dieses Prime unbedingt besitzen. Also habe ich gedacht, für meinen Geburtstag, viele Leute fragen immer, was kann man dir denn zum Geburtstag schenken oder kann man dir irgendwo was spenden oder kann man dir irgendwo auf einer Wunschliste irgendwas, habe ich diese Spendenaktion gestartet vor dem Geburtstag. Jetzt möchte ich euch ganz kurz mal zeigen. Ich habe als Ziel 200 Euro gesetzt. Ich habe 210 Euro bekommen. Das sind 105% gesammelt von 200. WrestleMania 40 Prime. Als Prime-Sammler und großer Wrestling-Fan wünsche ich mir zum Geburtstag die limitierte WrestleMania 40 Prime Edition, die es nur vor Ort in Philadelphia gab. Wer mir was Gutes tun möchte, kann sich beteiligen, damit ich bei eBay zuschlagen kann. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen bedanken, wer da mitgemacht hat. Ich möchte das jetzt hier erstmal zeigen und dann möchte ich natürlich auch die Flasche zeigen und möchte die auch im Video jetzt dann mal probieren, mal testen und eine Ramses Kitchen Folge noch daraus machen. Jennifer Brohn am 18.06. 5 Euro gespendet. Katrin Münzel, 18.06. Ist zwar nicht viel, aber wenn es dich glücklich macht, helfe ich gerne. Danke dafür. Markus Bodri, 6,66 Euro am 18.06. Reike Heringer, 10 Euro, richtig stark, danke, anonym gespendet, 10 Euro von Gönnst dir liebe Grüße, Heya 27, auch Riesendank dafür, nochmal 10 Euro. Naja, ich will mal nicht so sein, ich halte zwar nicht viel von deiner neuen Sucht, aber ich liebe dich trotz deiner Ecken und Kanten. So, anonyme Spender, ne, die mich lieben. Ja, das war, glaube ich, Pupsi. Also es war Pupsi, ich glaube es war so. Nochmal eine anonyme Spende von 10 Euro. Dann Timo Melik, 10 Euro. Danke dafür. Sebastian Nesser, 10 Euro. Spende für absolut sinnlosen Quatsch. Bin ich dabei. Dicken Kuss, Dulli Squad. Mandy Rotter, 20 Euro. Danke dafür. Anonym, 23, 34. Kommt von Herzen und mein Geburtstagsgeschenk an dich. Grüße an Sandra, Marie, Molly, Adi und den kleinen Jonas. Schatz, wir sehen uns dann am 19. Liebe Grüße, Sarina. Markus Bodri, 66,66 Euro. Es soll geschehen, zum Geburtstag soll das kühle Prime aus Übersee durch den Gaumen des Ramses fließen. Jennifer Brohn, vor 25 Tagen nochmal 10 Euro. Und dann als letzte Spende nochmal anonym vor 25 Tagen 13,34 Euro. Ziel erreicht und viel Spaß. Gruß Sarina. Das war ein kleiner irritärer Haufen. Da waren jetzt viele dabei, die in der Geburtstagsgruppe waren, die sowieso gesagt haben, dass sie fest zum Geburtstag kommen wollen, auch im Geburtstagsvlog mit dabei sind. Es waren aber auch ein paar andere Leute dabei, die mit dem Geburtstag an sich nichts zu tun hatten, aber trotzdem mir eine Freude machen wollten. Danke dafür. Jetzt kurz noch eine kleine Geschichte. Ich habe also versucht, 200 Euro zu sammeln, weil ich habe verschiedene WrestleMania 40 Prime-Varianten gesehen. Mal aus der UK, mal aus der US. Die haben im Durchschnitt immer so 150 Euro gekostet. Und dann haben die vielleicht noch 40, 50 Euro Versand gehabt, dass sie das bis hierher überhaupt liefern nach Deutschland. Jetzt habe ich eine gesehen, habe da sogar mal mitgeboten und habe da insgesamt Flasche plus Versand 114 Euro oder so bezahlt. Habe ich gedacht, cool. Ist sogar günstiger, weil es nicht zum Sofortkaufen war. War also ein Schnäppchen für 114 Euro. Eine Flasche Prime. Jetzt hat er das losgeschickt, hat mir Sendungsnummer geschickt und dann habe ich irgendwie eine E-Mail gekriegt vom Zoll, die geschrieben haben,
dass das Paket bei Ihnen liegt, dass das Paket nicht weitergeschickt werden kann, weil es gegen die Einfuhrbestimmungen verstößt, dass das Produkt vernichtet wird und dass ich mein Geld wiederkriege. Normal kenne ich ja, dass dann heißt, es liegt hier, bezahl nochmal Zoll, dass du es kriegst, aber das habe ich nicht verstanden. Sie haben das, es war einfach eine einzelne Flasche Prime und die haben das vernichtet, haben das weggeschmissen, diese edle Superflasche. Ich habe mein Geld wiedergekriegt, okay, ich musste also weiter nach WrestleMania 40 Prime suchen. Es tut mir aber leid für den Verkäufer, weil der hat mir auch geschrieben dann, also es war ja ein Ami, was das soll, er hat die weggeschickt, er hat die Sendungsverfolgung und wieso sein Geld jetzt eingefroren wurde, wieso das Geld jetzt zurückgebucht wurde, er hat den Artikel verschickt und das fand ich richtig krank, weil ja, er hat das verloren, er hat den Artikel verloren, ich habe den Artikel gar nicht bekommen und die haben irgendwas da gemacht, also das tut mir leid, weiß ich nicht, habe ich noch nie erlebt, aber ich musste weitersuchen. Und das Gute war, Pupsi hat gesehen, ein Italiener bei eBay eine italienische Anzeige von jemandem, der das WrestleMania 40 Prime zum Sofortkaufen drin hatte für, ich glaube, 90 Euro ungefähr. 90 Euro zum Sofortkaufen. Also es war ein bisschen günstiger, aber durch den Versand bist du dann auf 90 Euro gekommen. Das heißt, ich habe es nochmal günstiger gekriegt, ich habe gespart, ich bin nicht aus irgendwo außerhalb der EU oder in Amerika rumgerannt, nicht Großbritannien mit Zoll und Scheiße und allem drum und dran. Ne? Ich habe es einfach aus Italien in der EU einer mir dann geschickt und so ist das passiert. Ich habe mein WrestleMania 40 Prime von einem Italiener gekriegt, der wohl bei WrestleMania 40 war, ist da hingereist, hat sich da eine mitgenommen, brauchte die nicht und hat die dann einfach für fast 100 Euro verkauft. Und jetzt wollen wir rübergehen ins Tasting, die Flasche zeigen, die Flasche einfach nur genießen. So, da sind wir jetzt in der Küche, beziehungsweise eigentlich im Wohnzimmer. Hier ist das Paket. Das war ein Schuhkarton, der ist komplett zugeklebt mit allen möglichen Sachen. Hier steht drauf, an Marco Paoli Adella Lessia 36 in 7128 Livorno Li Itali. Also, darf man das überhaupt vorlesen? Das ist ja schließlich eine Adresse. Dann habe ich das hier schon mal so aufgemacht. Dann seht ihr hier den Schuhkarton. Ich habe das ja auch gerade im Kühlschrank gehabt. Das ist schön eingepackt in Küchenrolle. Ich wusste gar nicht, dass sie in Italien Küchenrolle haben. Und hier ist es jetzt. Das WrestleMania 40 Prime. Guckt ihr das an? Wie behindert. Gucken kurz. Wir nehmen es mal da raus. Wir nehmen es mal da raus, das ist stark, das ist wichtig, das ist brutal. Und hier seht ihr schon, da ist der WrestleMania 40 Schriftzug drauf. Hier steht Prime in so einer silbernen Schrift, die natürlich auch glänzt und eine gute Figur macht. Hier steht Hydrate Like Legends und das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist immer auch wieder ein anderer Spruch, der zur Flasche passt, draufsteht. Die Legenden, die WWE-Legenden, die Wrestling-Legenden, deswegen Hydrate Like a Legend. Und dann haben wir hier natürlich wieder einzelne Symbole mit den Komponenten. Hier steht zum Beispiel World Champ Hydration mit einem kleinen WWE-Gürtel. Dann haben wir Record Breaking B Vitamins mit einer Krone, rekordbrechende B-Vitamine, Antioxidant Takedown mit einer Faust, die hier schlägt, BCAAs at Full Blast und hier wie so eine kleine Explosion. Also diese ganzen kleinen Details, die da drauf sind und so in die Wrestling-Richtung gehen, finde ich schon besonders. Hier ist auch nochmal ein Text, wer das nicht wusste, Logan Paul ist ja nicht nur jetzt in der WWE unter Vertrag. Prime ist auch mittlerweile der erste offizielle Mattensponsor von der WWE. Es gab noch nie einen Mattensponsor, aber bei den Großveranstaltungen mittlerweile ist auf der Wrestling-Matte in der Mitte riesengroßer Prime-Schriftzug oder auch in den Ecken. Also die vermarkten sich schon gut. Und diese zwei Universen trafen aufeinander, das Prime-Universum, das Wrestling-Universum. Prime ist einfach überall, Prime hat überall seine Finger mit dem Spiel. Logan Paul ist so ein schlauer Fuchs, dass er sich die ganzen Leute ranholt, dann immer so besondere Sachen macht und für Sammler
wie mich und Wrestling-Fan gleichzeitig ist das einfach eine mega geniale Sache. Hier steht auch drauf, now the official sports drink of WWE Primes ready to celebrate four iconic decades of wrestling with legendary duels and unforgettable flavor. WrestleMania XL will go down in the history of hydration. Cheers to the past, the present and the prime. Weil das ist das, was jetzt ist. Die Prime, also die Blüte der Zeit. So, das wird bestimmt wieder nicht schmecken, aber ich feiere trotzdem die Flasche. Danke für dieses WrestleMania 40 Prime. Ich werde es mir jetzt hier aufmachen. Ich muss erstmal kurz einen Schluck nehmen. Dieses Knacken. Das hat Badlands Chucks natürlich auch nicht. Das hab ich. Ich bin jetzt heftig der Boss wegen so einer dummen Flasche. Da muss ich wieder an den South Park denken. Und es schmeckt wieder leicht traubenzuckerartig, aber irgendwie auch erfrischend wässrig. Es schmeckt gerade richtig gut. Vielleicht ist es auch, weil ich will, dass es schmeckt, aber irgendwie schmeckt es gerade gut, nicht so aufdringlich wie andere Sorten. Jetzt musst du das sowieso natürlich immer eisgekühlt trinken, richtig aus dem Kühlschrank heraus. Ich glaube, es ist sogar, ich habe mal irgendwas gelesen, dass das eine Art Metamoon sein soll. Es gibt ja Metamoon als Sorte von Prime, dass das halt den Geschmack von Metamoon hat, aber halt einfach als Special Edition nur wegen der Flasche. Dass nur die Flasche anders aussieht und exklusiv im WrestleMania 40 Design rausgebracht wurde bei WrestleMania 40 live vor Ort. Das ist das Besondere, da werden die Leute sagen, brauche ich doch nicht, wenn ich es doch schon kenne vom Geschmack her. Mir geht es aber wirklich einfach immer um die Flaschen. Jetzt habe ich hier mein ganzes Glas WrestleMania 40 Prime zum Chucken, was eigentlich Metamoon ist, so wie es ausschaut, nur in einer anderen Flasche. Moment. Ich sehe, das Glas ist beschlagen, das war wirklich richtig erfrischend, richtig kühl, richtig genial. Und das waren 210 Euro jetzt in der Flasche drin sozusagen. Da muss ich jetzt auf die aufpassen. Die muss in den Schrank. Die ist heilig. Danach darf nichts mit passieren. Hydrate like legends. Und diese ganzen kleinen Schmanger hier. Finde ich genial. Mittlerweile gibt es ja auch noch ein anderes WWE Prime, was wohl gängig im Verkauf so ist, zu einem normalen Preis. Habe ich mir natürlich bestellt. Habe ja dann Geld übrig gehabt. Ich habe so viel Geld übrig gehabt von euren Spenden für dieses Prime, dass ich wieder in neues Prime investieren konnte. Dazu dann demnächst aber. Ich versuche das hier wie ein Unboxing an einem Mittwoch hochzuladen, weil es ja noch ein Geschenk ist vom Geburtstag. Und wenn die anderen Prime-Sachen kommen, muss ich da auch nochmal ein Unboxing machen für so einen Riesenhaufen. Nochmal Unboxing von dem Candy Creations Paket, nochmal ein Unboxing von dem Candy Craze UK Paket. Also die Prime-Sucht geht weiter. Ich habe jetzt kurz gesammelt, um euch richtig fett was zu zeigen. Ob ihr das gut findet oder nicht, egal. Aber wenn ich euch die Flaschen zeige, müsst ihr die selber nicht kaufen. Ihr müsst sie selber nicht trinken. Ihr könnt es euch ja mal hier angucken. Und irgendwann zeige ich euch mal komplett alles, was ich jetzt habe. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und danke an die fette Community, die mir ermöglicht hat, jetzt mit ruhigem Gewissen dieses Prime, dieses WrestleMania Prime zu bestellen. Peace out.